Nun, liebe Freunde, ich will nicht alleine nur sprechen. Auch Sie können sich hier zu Wort melden. Auch Sie können Wahres hier von sich geben. Wie Sie es nicht nur verstanden, sondern wie Sie es empfunden haben. Wenn ich nur eine Frage stelle, warum, wieso, weshalb kommen Sie zu mir? Warum glauben Sie, dass Gröling Sie wirklich helfen kann? Sind Sie schon überzeugt? Oder haben Sie mit Ihrem Nächsten gesprochen, der überzeugt ist? Schenken Sie ihm Glauben? Oder was bewegt Sie? Was bewegt Sie überhaupt, hierher zu kommen? Demnach, was Menschen hier über den einen Namen Gröning geschrieben, dass das mein Pressearchiv, das heißt, dass ich als das meinige betrachten kann, das ich gesammelt, schon sich über einen Meter hoch angehäuft und dass da selbst nur das Schändlichste von dem geschrieben wurde, was die Menschen in sich getragen, und haben die Menschen ihr wahres Gesicht gezeigt, indem sie zu 99% alles frei erlogen. Aber damit haben sie viel Böses von sich gegeben. 1% von dem, was da geschrieben steht, ist etwas Wahres. Zum Teil auch übertrieben. Zum Teil auch unwahr. 1% hat man Gutes gewollt zu schreiben. Und ich muss sagen, wie ich es festgestellt, von dem ich auch selbst überzeugt bin, dass ein Teil übertrieben und ein Teil unwillig entstellt ist. Das heißt unwissenderweise, nicht erfasst. Auch da kann man Worte entnehmen, worauf die Gegenseite nur wartet, um diese Worte für sich dahingehend auszuschlachten, um mich erneut zu belasten. Warum habe ich nicht geantwortet? Warum habe ich alles über mich ergehen lassen? Darum, weil ich jetzt erst dran bin, das ist genau das Gleiche, was ich zuvor sagte, ich stelle es dem Menschen frei, erst alles Böse von sich zu geben, damit ich ihm die Wahrheit übergeben kann. Damit ich ihm die Wahrheit sagen und damit er die Wahrheit auch als Beweis an sich selbst, an seinem eigenen Körper erfährt. Und so habe ich es auch hier im Großen getan, indem ich sie alle habe reden und schreiben lassen. Und dass ich jeden den freien Willen belassen habe, dass er mich bekämpfen konnte. Auch wie wenn diese Menschen sich in den Glauben versetzen, sie könnten mich dingfest machen und der Menschheit zu entziehen. Jetzt erst, Freunde, ist es soweit, wo ich über dieses Material verfüge. Jetzt erst kann ich antworten. Jetzt erst weiß ich auf das, was man nicht nur gesprochen, sondern geschrieben hat, so zu antworten, dass denen allen für eine schöne Zeit das Hören und Sehen vergehen wird. Dass diese Menschen in Zukunft nicht mehr daran denken werden, noch einmal derartiges zu tun, einen Menschen zu verurteilen, den sie nicht kennen. Auch nicht kennen können, weil sie es nicht gewagt haben, Gutes zu erfahren. Sondern weil in ihnen das Böse steckte und sie nur hierin ihre Aufgabe von der bösen Seite gestellt erhalten hatten, Böses zu tun. Um das Gute zu vertreiben, um das Gute zu vernichten. Um die Menschen, um das Gute, um sein eigenes Ich zu bringen. Das ist die größte Belehrung, liebe Freunde. Und Sie brauchen nicht glauben, dass nur in Deutschland so geschrieben wurde. In Südamerika gibt es auch die Zeitungen. Und so hat sich das weitergetragen. Einer schreibt von den anderen ab. Einer hört von den anderen. Und so gibt es doch so ein Sprüchlein,
Wie man sagt, wenn einer gut den Schwanz hebt, dann heben die anderen ihn auch. Nun, liebe Freunde, alles mit der Ruhe. Nur nicht um die Ruhe bringen lassen. Ich glaube, Ihnen sagen zu können, auch sagen zu müssen, dass ich Ihnen ein kleines Vorbild bin. Ich sage noch nicht mal ein großes. Alles mit der himmlischen Ruhe. Alles anhören, alles ansehen, alles erdulden. Noch nicht sagen, es dann antworten, wenn es soweit ist, dass man mir diese Fragen gestellt. Und all das Geschriebene, das sind Fragen, die ich in aller Ruhe richtig zu beantworten weiß. Ich bin nicht der Blamierte, ich bin hierbei nicht der Dumme. Es gibt ja auch ein Sprüchlein von Menschen, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Aber ich möchte nicht lachen, ich möchte nur eines, nur glücklich sein. Zufrieden sein, dass Menschen doch auf den Weg der Erkenntnis gelangt sind und dass auch sie das Gute jetzt im Herzen erfassen. Bisher ist es immer so gewesen, dass diese Menschen, die einst zu meinen größten Gegnern zählten, danach gesagt, als sie den kleinen Gröning kennengelernt, ja, lieber Gröning, das habe ich nicht gewusst. Es sind Wissenschaftler, es sind Mediziner, es sind Geistliche, es sind Menschen von Seiten der Regierung, es sind Menschen von Seiten der Justiz. Alle sagen sich, ja, das habe ich nicht gewusst. Ich könnte sie von der Behörde alle aufzählen, ich könnte sie namentlich aufzählen. Da kommen sie, geben sie zu, stehen sie in Amt und Würde, dann sind sie anders. Ich kann nicht, das Gesetz schreibt es mir vor, ich muss ja etwas tun. Aber liebe Freunde, darüber ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Das letzte Wort verbleibt mir. Warum sage ich auch? Weil ich sie alle habe sprechen und schreiben lassen. Und nicht nur das, sondern auch handeln ließ. Und in Kürze bin ich dran. Tun auch Sie das Gleiche. So, schimpfen Sie nicht gleich. Verurteilen Sie keinen, auch wenn er Sie beleidigt hat. Ich wollte nur einen Mal sehen oder hören, wenn man über ihn nur ein Artikel in der Zeitung gegeben hätte. Er ging nicht mehr aus dem Haus, er ging nicht mehr aus der Wohnung. Aber nun sind es nicht 10, nun sind es nicht 100. Es sind unzählige Tausende Artikel. Und nur Schmutzartikel. Und daher meine Frage, liebe Freunde. Und dann kommen Sie noch zu mir? Warum kommen Sie zu mir? Die Frage ist doch berechtigt. Ja. Danach sage ich denn auch, warum? Ja, wir haben ja nichts Wahres gewusst. Das haben wir nicht gewusst. Also unbewusst getan. Meine Antwort ist ja, Sie waren einer falschen Führung geraten. Man hat Sie falsch geführt. Man hat Sie falsch belehrt. Man hat Sie falsch beraten. Und daher. Das kommt dann zustande, Freunde, wenn der Mensch faul ist, wenn er bequem geworden, besser gesagt, wenn er modern geworden ist, dass er nur auf den Knopf zu drücken braucht. Das ist die Technik, aber im Göttlichen gibt es derartiges nicht. Und dass er sagt, was ich nicht kann, das können die anderen. Wenn ich nicht hier weiterkomme, dann gibt es ja diesen und jenen. Der wird es für mich tun. Warum können sie das nicht auch tun? Ich bin doch kein Schriftgelehrter. Wie komme ich denn dazu, den Anwälten, dem Gericht, der Justiz, alles so zu schreiben, wie es Wirklichkeit ist? Wie kommen dann die Juristen dazu, zu sagen, ja, jetzt erkenne ich, dass wir wirklich von Gröning noch lernen müssen. Ich will kein Lob, Freunde, nein. Aber ich habe es doch nicht gelernt. Ich habe nicht auf die Schulbank gesessen. Ich habe nur das ABC gelernt. Und die Worte, wie ich sie heute noch höre, mehr nicht. Wie sprechen die Menschen? Wie ist ihre Ausdrucksweise? Wie sind die Bezeichnungen? Was für ein Wort brauchen sie dafür und dafür? Mehr will ich nicht. Ich brauche nur so viel,
um ihnen das verständlich zu machen, um in ihrer Sprache zu sprechen. Andere Sprache nehme ich schon gar nicht an. Das Sprechen ist auch gar nicht so notwendig. Da stelle ich immer wieder fest, wenn ich in den Nachbarstaaten bin, wo die Menschen die deutsche Sprache nicht beherrschen, auch von dieser nicht beherrscht werden. Sie haben ihre eigene Muttersprache. Ich brauche nicht zu ihnen sprechen. Ich spreche zwar Deutsch. Und sie sprechen Französisch, Italienisch, Englisch, was weiß ich was alles. Aber wir verstehen uns. Wir haben gleich Kontakt. Diese Menschen fühlen es. Ja, das wäre hier gescheiter. Ich würde nicht Deutsch zu ihnen sprechen, ich würde anders sprechen. Dem Gefühl folgen. Und daher immer diese meine Frage, was haben Sie für ein Gefühl oder wie fühlen Sie sich hier? Ich meine, das ist auch ein Anfang ohne Ende, von dem ich da selbst überzeugt bin. Und wie Menschen mir das immer wieder bestätigen. Sie lebten auch bisher im Glauben. Ich muss persönlich zum Gröning oder Gröning muss persönlich zu mir oder muss persönlich zu uns kommen. Persönlich meinen Sie so mit so einem Körperchen und dass Sie ihn hören. Und da muss ich ihm noch alles sagen, wo es fehlt. Womöglich die Krankheitsschilder. Die wird hier nicht behandelt, die behandeln die Ärzte. Die behandeln die Herren der Schulmedizin. Es gibt auch Heilpraktiker, es gibt auch Pendler, es gibt alles Mögliche. Ich bin auch ein Pendler, aber ich pendle von einem Ort, von einer Stadt zur anderen, wie auch von einem Land zum anderen. Nun, Freunde, Krankheit wird hier nicht behandelt. Lassen Sie davon ab. Ich könnte genügend Beweise aufführen, die werde ich auch aufführen, dass ich mit den meisten Menschen, die das Heil erfahren haben, keine körperliche Berührung hatte. Ich hatte nicht das Vis-à-vis von denen, nicht so Körper an Körper, wie sie heute hier sind. Der Name Gröning ist auch so unwichtig. So heißt er nur mein Körper, das bin nicht ich. Und Wirklichkeit ist es da, wo Menschen, wenn ich nur einen Fall heraushole, einen von den vielen, es sind Tausende, heraushole, wo ein Mädel in Südfrankreich, was ich gestern auch schon berichtet hatte, in Südfrankreich, wie immer übel dran war, der ihr Körper, sie würden sagen, krank gewesen ist. Ich sage, die Unordnung war in ihm. Und dieses Mädel hat nur ein paar Worte, das heißt erstmal gesehen, wie der Kleine hineinkam, ein paar Worte, Deutsch gehört, aber das war so gleichgültig. Sie sprang gleich auf und sagt, ich habe keine Beschwerden mehr, ich sprach weiter, störte mich nicht dran. Sie hat andere Beschwerden aufgenommen. Von denen da neben sitzen, auch die sagten, sie haben keine mehr. Ja, was ist das für ein Mensch? Zwei, drei Worte Französisch verstehe ich auch, wie auch Englisch und so. Einiges andere, was weiß ich. Aber das muss nicht sein, dass man das versteht, dass man die Worte versteht, sondern den Menschen versteht. Darauf kommt es an. Dieses Menschenkind hat es auch verstanden, ich habe der tatsächlich einige Kügelchen gegeben. Und so ist sie, was sie mir jetzt bei meinem letzten Besuch mitteilte, dass sie einem Kind auch eine von diesen Kugeln gegeben, das einen vollständig gelähmten Körper hatte. Sie hat dem Kindchen von Gröning nichts gesagt. Hat diesem Kind auch nur die Frage gestellt, mein liebes kleines Kind, glaubst du, dass der Herrgott dir die Gesundheit wiedergeben wird? Ja. Sehen wir, wir haben hier einen Menschen und der hat dir dieses Geschenk überreicht und er wird dich zu führen wissen. Das Kind sagt, ja, daran glaube ich und so weiter und so fort. Dieses Kind hielt die Kugel in der Hand, hat es nicht mal von den Eltern berühren lassen. Und so ist es eher und mehr dazu gekommen, von einem Tag zum anderen, wie das Kind gleich zu diesem Mädel sagte, schau meine Beinchen, die bewegen sich, da kommt schon das Leben hinein. Das strampelt schon, das hat es noch nie getan. Sie werden warm. Mein Körper ist voller Strom und das strömt immer mehr hinein und das bewegt sich alles. Und schon sagte dieses Mädel, ja mein Kind, ich glaube auch für dich, wie du auch glaubst.
Die Gesundheit ist alles. Das Kind ist heute bei bester Gesundheit. Leider, leider habe ich es nicht sehen und auch nicht sprechen können. Die Eltern sind mit ihrem Kind in Urlaub gefahren, wo es auch deren Wunsch war. Ich kann mich nicht groß anmelden, sagen, nee, jetzt schreibe ich mal an alle hin und jetzt macht man alle mobil. Nein, das tue ich nicht. Wie gesagt, ich habe es nicht angetroffen. Und doch bin ich glücklich. Derartiges nur zu hören, zu erfahren. Sind Sie nicht auch glücklich? Oder kommt in Ihnen ein Hass, ein Neid auf? Sehen Sie, diesem Kind wenig gesagt, der Name Gröning wurde nicht erwähnt. Aber Gott wurde erwähnt. Und ob das Kind glaubt, und wirklich hat es geglaubt. Ja, man braucht dem Kind nur die Verbindung geben. Der Name Gröning sagt nichts. Das ist unwichtig. Natürlich bleibe ich für Sie auf dieser Erde im Namen Gröning.